Soll ich nochmal alles erklären? Ah, ich sollte das ja mit den Sternen erklären. Ja, das hast du jetzt. Soll ich nochmal alles erklären? Und damit einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen. Wir spielen heute ein bisschen Fortnite, zumindest versuchen wir es schon einfach mal rein. Gut oder bin ich irgendwie noch zu leise oder so? Ich habe halt den Voice jetzt auf von 15% auf 75 hochgemacht. Ich weiß halt nicht, wie laut die anderen werden im Vergleich zu dir. Das werde ich halt jetzt. Das Ding ist halt, ich weiß halt nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ich ohne Popschutz-Dingspump spiele. Dran habe oder ob das mein Headset ist. Was für ein Popschutz? Ja, ich habe eigentlich an diesen Mikro. Ach, du hast ein richtiges Headset dran. Nee, ich tu nur so. Ich habe dir doch geschrieben, ich muss noch mein Headset machen. Seit wann geht auf der Switch ein richtiges Headset? Nee, ich habe diesen Controller, doch diesen Cheat-Controller. Und da geht Headset? Ja, da geht Kopfhörer, das Kopfhöreranschluss. Hör, wie geil ist das denn? Das ist ja richtig cool. Okay, dieser 10-Euro Cheat-Controller. Dieser 10-Euro Cheat-Controller ist einfach besser als dieser 60-Euro Original-Controller. Richtig. So. Dass man halt mit Kabel spielen muss, aber das stört mich nicht. Ach so, okay, dann ist ja schlechter. Herzlich willkommen, Mustafa. Schluck trinken, yay. Hey. Ah, getrunken. Ich habe einfach keine Getränke mehr. Doch, ich habe Wasser stehen. Wow, irgendwie, Wasserflasche. Irgendwie ist das Spiel bei mir langsamer auf dem PC geworden. Eventuell wechsle ich nachher mal zur Xbox-Version. Ah, da muss ich mir Xbox Live kaufen, oder? Nee, warte. Fortnite kann man jetzt auch ohne spielen, ne? Ohne Gold-Mitgliedschaft. Bei der Switch geht es auch, das ne? Ohne, ohne Nintendo Online kannst du Fortnite spielen, richtig? Die ganze Zeit. Schon, aber ich weiß ja nicht, wie das auf. Ja, das ist bei Xbox genauso. Also zur Not spiele ich das Spiel einfach auf Xbox mit Raytracing. Das habe ich auf PC nämlich gar nicht. Dann ist auf der Xbox einfach bessere Grafik. Oder auf der PlayStation. Ja, vielleicht spiele ich einfach auf der PlayStation. Ich kann ja einfach im Stream einmal. Ich kann ja anfangen mit PC und dann wechsle ich irgendwann rüber zur Xbox oder PlayStation. Ja, gut, aber dann. Deine Einstellung wieder komplett anders. Ja, egal. Mit Controller ist besser zu bauen, finde ich. Scheiße, bist du eh. Shooter ist mit Maus am besten, sagt Nivi. Herzlich willkommen, Nivi. Ja, mit Maus ist das Schießen besser, finde ich auch. Aber mit Controller hast du Aim-Hilfe, Aimbot und das Bauen ist sehr viel besser. Du kannst mit den Schultertasten besser bauen, als wenn du hier mit den Keyboard-Tasten rumhantierst. Finde ich. Der Baumeister-Modus. So, wollen wir Trio spielen oder wollen wir zu viert? Nivi, spielst du ja, mit? Ja, ich hab nur schon mal Trio angemacht. Wenn noch jemand joinen möchte, kann er gerne joinen. Dann gehen wir Soll rein. Soll ich meine Gruppe auf öffentlich machen oder nee? Dann gehen wir rein. Oh, was machen wir jetzt für eine Mission oder machen wir keine Mission? Wie du willst, ich brauch keine Mission machen. Ich würde dann halt dann bei dir einfach spielen. Also ich würde die täglichen Missionen machen. Baue Schiff die Chef Steine ab. Ja, easy, können wir. Wo ist Schiff die Schaft? Kann ich markieren, weil ich habe das schon versucht. Ja, mich gut hören. Ja, man kann mich gut hören. Perfekt, dich hört man besser als hier Muti. Ich habe irgendwie ein Delay mit dem. Irgendwie ist das hier scheiße. Die PC-Steuerung ist irgendwie scheiße bei mir geworden. Ich hab auch nur 80 FPS. Was ist denn da los? Hey, da hattest du doch 140, oder nicht? Wieso hast du eine Krone, Pokémon? Weil ich vorne eine bei der Runde beim Platz war. Ey, und was passiert mit der Krone? Kriegst du jetzt mehr Erfahrungspunkte oder so? Irgendwann soll es ein Item kriegen, soweit ich verstanden habe. Bonnie, mach mit. Steig ein. Der Typ hat sich mit dem wieso kann ich einsteigen? Ich hab den Emote doch gar nicht. Ja, aber das ist so ein Mist. Bei den Emote ist es egal. Ja, nice. Okay, geil. Markiert ihr mal Schiff die Schaft?
Also fort mache ich. Das ist. Warte mal, auf der Karte gucken. Hier. Ich lass noch eben die Kamera richtig. Das machen wir so. Da muss ich jetzt Stein abbauen. Wie bedanke ich mich? So, was musst du bei Shifty Chefs nochmal machen? Okay, ich bin runtergesprungen. Ich wollte mich beim Busfahrer bedanken und bin runtergefallen. Okay. Cool. Ich muss Stein abbauen. Herzlich willkommen, Ilias. Okay. Wir spielen Fortnite Season 3. Ich habe auf PS4 gespielt, das war ja sowas von komisch. Fortnite gibt's im Splitscreen-Modus? Hast du gerade gesagt Fortnite im Blitzscreen? Split. Habe ich auch Split. Aber es gibt Fortnite Splitscreen, ja? Wusste ich nicht. Ja, auf der PS4. Hä, hab ich ja noch nie. Machen, aber nur auf dem Fernseher. Auf der Switch? Nee, geht das nicht. Ich hatte da irgendwas gelesen mit. Ist das neu? Auf der Switch geht das nicht. Das ist ja draußen. Alles holen, Brownie. Das geht nicht. Du schaffst es. Wir glauben an dich. Gut, Brownie. Okay. Ich bin tot. Ich kann da nichts machen. Ich habe keine Items, nix. Das Spiel startet und ich habe nichts. Mann, da kommen die Kinder und dann töten die mich. Ich glaube, ich muss gleich auf Xbox spielen. Dann kriegen wir keine PC-Spieler, ne? Ich glaube auch. So, Ilias, möchtest du mitspielen? Theoretisch haben wir noch einen Platz. Ich muss morgen erst 7:30 aufstehen. Eigentlich 8:00, aber ich muss noch Gassi mit dem Hund, also 7:30. Musst du noch zur Schule laufen? So ein Müll. Also, ich habe das Game geladen auf der PlayStation 5, weil ich bin Anfänger. Ey, Nevi, ich bin auch Anfänger. Soll ich das Spiel auch auf der PlayStation mal runterladen, Nevi? Ich spiele jetzt gerade auf dem PC. Aber ich glaube tatsächlich, auf der Konsole ist es besser. Ich glaube, ich wechsle gleich auf Konsole, weil ich habe hier irgendwie so ganz kleine Ruckler. Ja, ja, mach das. Wenn du Ruckler hast, ist es echt beschissen fürs Spiel. Wo war bedanken? Weiß ich doch nicht. Also ich weiß, es ist am Controller Pfeiltaste nach unten ist, aber wie das am PC ist, kann ich nicht sagen. Muss abspringen. Ja, ich muss ich noch reingewöhnen an das. Aber Steuerung. Haben die jetzt schon das Next Gen Update gemacht mit Raytracing und alles? Weiß das einer? Ich glaube, er spielt nicht aus. Nivi, hast du auf der PS5 Version Raytracing? Weißt du das? Oh, es gibt ja hier so Weihnachten. Weihnachtsbäume und so. Yep. Ja, normal. Das ist klar. Das ist alles schon vorbei. Sagen Sie normal. Hä, ich habe hier so grünes Ding. Was ist das? Heilgranaten. Oh, die sind gut. Kenn ich. Die sind neu, oder? Sind die neu mit der Season? Ja. Damit kann diese Halbgranate kannst du auch deine Mates halten. Perfekt. Einfach auf den Boden werfen, ne? Oh, es gibt ja neue Waffen, oder sind das Gas? So, wie ich verstanden habe, wollen wir noch was. Hä, ich hab ein Edelsteinfragment. Was ist das denn? Ist das Crafting-Menü auch noch da? Ja. Bau mal hier den Stein ab. Sag mal, sind hier ein paar Waffen neu oder sind die alt? Die Waffe, die ich hier habe, die hat so ein ganz komisches Visier. Die ist neu, ne? Oder gab es die auch schon vorher? Nö.
MK7 meinst du? Okay. Also, du kannst gerne mitmachen, Nivi. Komm rein, komm rein. Falls einer noch diese Waffe braucht. Hey, was ist denn das Grüne jetzt hier? Was ist denn das Grüne? Ich habe hier eine grüne Dose. Und damit kannst du deinen Mate sein und dich selbst. Nee, ich habe doch so eine gelbe Dose. Na, das ist ein Item, wo dich selbst heilst. Aber nur dein Leben. Okay, krass. Das kenne ich auch alles nicht. Alles neu. Ja, das ist alles neu. Okay, wir haben Kopfgeldjagd. Das ist ja wie ein Call of Duty jetzt. Also das gab es ja schon vorher in Season 2, ne? Achtung, hier ist ein Gegner. Ja. Hier ist noch ein Gegner. Ich brauche noch Steine, scheiße. Oben. Unten. Er ist tot. Ja, dann schau, dass du hier Stein abbaust. Hier ist noch ein Stein. Wo ist ein Stein? Ich glaube, ich habe die Mission. Ich muss das Intro noch ansehen, alles klar. Und ich werde gleich wechseln. Ich werde auch gleich auf Konsole mal wechseln. Weil irgendwie habe ich hier so kleine Input-Lags. Ah, das ist aber nicht im Spiel. Das ist im Stream. Das ist im Stream. Warte mal. Das ist im Stream. Ja, ich muss erstmal reinkommen, Leute. Alles gut. Das ist doch normal. Wo war das Crafting-Menü nochmal? Hä, wo war das Crafting-Menü? Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Mindestens bei den. Wie heißen die? Bei diesen einen Geräten. Gibt es noch. Ah. Oha, jetzt sieht man hier die Statistiken von den Waffen. Das ist auch cool. Okay, let's go. Ah, ich muss die ganze Map noch aufdecken. Ja, das ist krass. Was ist das hier? Kannst du so rumrutschen. Wie rutscht man? Kannst du so rumrutschen, wenn du hier runter. Du musst dann dich so sneaken, als würdest du dich stoppen. Nee, du musst mit Anlauf, ihr müsst mit Anlauf. Ich kann auch hier hochkommen. Ich kann nicht rennen und ducken gleichzeitig auf dem PC. Nee, du musst rennen und dann sneaken. Hä? Bei mir ist das automatisch, wenn ich hier so runtergehe. Bei mir ist Rennen. Rennen ist Shift-Taste und Ducken ist die Taste da drunter. Und das mache ich beides mit dem gleichen Finger. Hä, das kriegt man nicht hin auf dem Computer. Ist das eine Scheiße? Herzlich willkommen, Eve. Wir testen heute mal das neue Fortnite. Ah, du musst springen. Oh mein Gott, man muss einfach nur springen. Guck, nein, du musst rennen und ducken. Aber das ist schwierig auf dem PC. Das ist schwierig auf dem PC, weil du mit dem kleinen Finger... Aber du kannst automatisch Rennen anmachen. Ja, mach ich nicht. Aber ich kann anmachen, dass er rennt statt läuft. Und umgekehrt, ne? Also ich kann anmachen, dass standardmäßig Rennen ist und wenn ich Rennen drücke, dass er läuft, richtig? Ja, ich spiele mit dem Charakter aus Horizon, das Eve. Das habe ich, weil ich die...
Weil ich die PlayStation 5 mir gekauft habe, habe ich das. Oh, hier sind Spinnweben von Spider-Man. Und yep. Hat einer von euch den Naruto-Char? Ja, ne, ihr beide. Nein. Nee, ich habe mir Naruto nicht geholt. Ach so, ich dachte, es wäre Teil vom Battle Pass. Nee, war es nicht. Was war denn letzter Battle Pass für Figuren? Carnage. Ach ja, dieser verrückte Wissenschaftler, ne? Ja. Nein, Nina, der rote Venom einfach. Warte, Venom? Ja, der rote Variante. Oh nein. Und die schwarze Variante war nicht dabei? Ne, die kann man so kaufen, ne? Ja, ich gebe Spy. Hey, oh mein Gott. Ich will unbedingt Spider-Man haben, deswegen spiele ich jetzt. Was ist, oh mein Gott, und es schneit, das ist auch neu, ne? Oder war das schon in letzter Season? Letzten Chapter. Beim Schneegebiet war schon ab und zu mal Schnee dabei. Der Schneefall vom Himmel. Ja, das meine ich ja. So krass. Nee, das gab's früher, als ich das gespielt habe, nicht. Wenn Winter ist, gab es also. Nee. Also früher gab es das, dass überall Schnee war, ja. Nö, das kenne ich auch. Nö. Schnee ist jetzt nur wegen Winter, ne? Sonst ist der Schnee auch weg. Ich soll ja dann schon auftauchen. Genau, wenn Winter vorbei ist, ist hier überall nur Wiese statt Schnee. Das weiß keiner. War ein Teil von Tilly. Herzlich willkommen, Ada Wonki. Ein Stückchen. Wir werden übrigens heute noch im Laufe des Tages... des Abends, im Laufe des Abends werden wir das Spiel nochmal schön wechseln. Übrigens, am 9. Dezember ist übrigens das Winter-Event bei Dead by Daylight. Da freue ich mich auch schon drauf. Das war langweilig. Oh, okay. Ich glaube, wir werden... Also, ein Epic-Sieg müssen wir heute auf jeden Fall machen, ne? Hier wurden wieder Gegner wieder belebt. Richtung Osten. Kannst du ruhig nehmen. Hi. Ah, was ist das denn? Wo kommt denn der Hai her? Hi. Hi. Vom Wasser. Es gibt Haie? Bei diesen Seite. Ja, und die kommen einfach so aus dem Nichts, oder was? Ja, guck gerne mal an. Wie geht's dir so? Mir geht's gut, wie geht's dir? Nimm doch. Wo wächst sich mein Charakter? Im Spind. Wenn du im Hauptmenü bist, gehst du oben auf Spind, Nivi, und da kannst du wechseln. Es gibt einfach Hai. Ich habe dieses Spiel schon ewig nicht mehr gespielt, Leute. No joke. Vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr. Ich weiß es nicht. Okay. Deswegen bin ich so verwundert über Haie. Ihr lacht jetzt wahrscheinlich. Hai, was für ein Noob. Für mich ist das neu. Ich hab mich mega erschrocken über den Hai. Ey, Ada Wonki, wie war eigentlich dein Frauenarztbesuch? Ist da alles in Ordnung? Also nichts Schlimmes oder so? Aber leider nicht schwanger, oder? Oder hast du uns da was Neues zu berichten? Oh. Hä, die Haie können laufen? Auf Sand? Der ist da gerade aus dem Wasser rumgelaufen. Da hinten sind übrigens Gegner. Und ein Hai ist da rechts. Hatte die ganze Nacht Ohrenschmerzen. Oh nein, gute Besserung. Hä, ist hier jemand? Ah nee, das ist ein Vogel. Krass. Es gibt Vögel. Ich hatte letzter Schießen.
das Spiel, ohne Witz, also da kann man wirklich Hut ab sagen, Fortnite. In jeder Season verändert sich das Spiel so krass. Wenn du dir mal anschaust, wie Fortnite vor drei Jahren aussah und wie es jetzt aussieht, das ist einfach unglaublich krass. Ruckelt es eigentlich bei euch? Die allererste Map war. Ich muss ja nochmal Mittwoch hin und bekomme ich das Ergebnis. Ja. Hä? Mann, ich habe ja niemals gedacht, dass Fortnite jemals so. Konnte man noch nicht sagen, ob du schwanger bist oder wie? War, ist das noch nicht so ganz sicher? Ist das noch nicht so ganz sicher, oder? Kann jemand schon mir? Hier gibt's. Man kann hier die Dinger fallen. Das war. War nicht. Und schon. Was ist das? Was habe ich getan? Ich habe ein Gerät. Ich habe hier irgendeinen Koffer eingesammelt. Vom Wissenschaftler. Okay, wieso sagt ihr mir das nicht? Bei unseren Kampfvorbereitungen helfen. Komm her. Oh, hier ist ein blauer Stein. Hä? Wie hast du die Tür jetzt aufgemacht? Irgendwo ist hier übrigens ein Sniper über uns. Nimm alle. Diese Dinger kriegt man auch mit anderen Spielern. Wir können ja raus, ne? Durch diese Tür hier. Durch diese Tür hier. Ich bin mega überfordert. Merke ich. Da kannst du Items lagern. Hä, ich kann's Items lagern für nächste Runde oder was? Yep. Hä, wirklich für nächste Runde? Ja. Aber wie stecke ich denn da jetzt ein Item rein? Also wenn ich jetzt gestorben bin, quasi, und wir nächste Runde spielen, dann sind die für nächste Runde da, oder was, wenn ich da ein Zelt gehe? Ja, da kannst du die reintun, aber in diese Runde hast du die. Wie tue ich die denn da rein? Aber man muss sich so ein Zelt kaufen. Nein, das ist ja mein Zelt. Ja. Das ist sein Zelt. Die Zone müsst ihr auch übrigens aufpassen. Oh, das schaffen wir schon. Oh. Ey, das mit dem Zelt, ich habe keine Ahnung, Mann. Ey, das ist mir zu Rifts. Viel. Das ist mir zu kompliziert, Rifts. Alter. Wir können gleich mit den Rifts abhauen. Ich hab absolut. Ich bin zu alt für dieses Game, ganz ehrlich. Hier ist ein Rift, ja. Hier sind überall Alter, Rifts. Mann. Ja, ich weiß. Alter, ja, ich hab das extra hochgezogen. Oh, hier snipert mich einer. Ich geh durch den Rift, tschüss. Da. Ich fliege in die Zone. Wie sieht's mit euch aus? Wo wollen wir hin? Auf irgendeinen Hochpunkt? Wollen wir auf irgendeinen Hochpunkt fliegen? Hier, Berg? Bei mir ruckelt das Game so. Das vibriert so komisch. Was? Da hinten sind Gegner, Achtung. Ach du Scheiße. Mein Gottes Aim. Könnte mir einer helfen? Ich bin gleich tot. Ja, ich komme mal. Ja, was soll ich machen? Nee. Der hat zugebaut. Ich konnte nichts machen. Ich wollte ihn absnipern, ich habe ihn nicht getroffen. Hm. Achtung, da ist auch noch einer. Es gibt's nicht! Ich wollte auch diesen eben absnipern und ich habe ihn nicht getroffen. Du schaffst das, wir glauben an dich.
Headshot! Du wirst es gewinnen. Ah, es war ein Baum, lol. Ich verstehe diese Items hier nicht, Leute. Ich verstehe die Items noch nicht so ganz. Das ist schon erschwert. Ah, du warst noch nicht beim Frauenarzt, oder wie? Ah, da Wonki. Du warst noch nicht. Ich bin noch. Ich bin noch Schweizi, Gegnerteam. Was ist denn das Gelbe? Ach, das ist mein Dings, ne? Mein Kopfgeld. Richtig. Ja, ich habe keine Ahnung, Mann. Seit 10 Jahren nicht mehr gespielt. Willst du auf Konsole umsteigen? Nee, ich versuche nochmal. Zurück zur Lobby. Aloy sieht in dem Game so falsch aus. Auf jeden Fall. Aber, das Eve. Welche Charaktere wirklich gut aussehen, sind die von Resident Evil? Resident Evil sieht richtig geil aus. Wenn du das mal vergleichst mit die von Dead by Daylight. Das ist ein Scheiß, Dead by Daylight. Da schwören wir alle. Das ist ein Scheiß mit Dead by Daylight, ne? Die sehen richtig gut aus. Ausrüsten. So. Ich glaube, Nivi kommt jetzt. Nivi, bist du schon live? Sind wir schon befreundet, Nivi? Wie heißt denn du? Dann add ich dich. Ich glaube, hier sind wir nämlich noch nicht befreundet. Wie heißt du in Fortnite? Guck mal, Einladung von Nivi. Einladung abnehmen. Du musst eine Anfrage stellen zu joinen. Ah. Du musst eine Anfrage stellen zu joinen. Meine Nase kitzelt so. Ada 1991. Kein Quatsch. Ja, hab ich gerade. Das ist so dieses. Man muss niesen, aber man kann nicht niesen. Ja, nervt. Sehr, sehr, sehr. Alter, was ist das denn für ein Skin bei dir? Das ist ja nur Fleisch und Blut. Ich hab keine Ahnung, Nivi, Mann. Warum machst du es so kompliziert? Hab einen tollen Tag. Warum machst du es so kompliziert, Nivi? Du mobbst mich. Ganz klar. Gruppe einladen. Da ist er. Ist das ein No-Skin oder was ist das? Nie wieder No-Skin. Sag mal, ist Fortnite auf der PlayStation besser oder auf der Xbox? Live-Chat, weiß einer das von euch? Das spreche ich nicht. Lenlen, das ist ein No-Skin? Das ist ein No-Skin? Herzlich willkommen, Lenlen. Ja, Fortnite. PlayStation ist besser. Soll ich mal auf PlayStation umlocken? Aber auf PlayStation haben wir nicht so viel Spielspeicher, ne? Auf PlayStation haben wir nicht so viel Spielspeicher. Das ist halt die Scheiße daran.
Speicherplatz fehlt das einfach. Dann lade ich mir gleich Fortnite mal runter. Dann Fortnite und dann ist die PlayStation voll so. Kannst halt. Deswegen finde ich die Xbox tatsächlich besser. Da kannst du viel mehr Spiele drauf machen. Bei PlayStation 2-3 Spiele voll. Ist die Frage. Es geht schon los. Machen wir gleich in der nächsten Runde. Wo landen? Wo wollt ihr? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich war nie weg. Mrs. Monk, herzlich willkommen. Ah, mein Headset, scheiße. Ich weiß immer noch nicht, wo ich mich bedanke. Wahrscheinlich auf die Emote-Taste, ne? Ja, kann man. Nivi, du kannst übrigens Sound anmachen. Unter Einstellungen kannst du Sprachchat anmachen, dann hörst du die Leute. Das ist voll gut. Das ist gerade sind wir eine volle Runde, Lenlen. Jetzt, wenn einer meine Tür öffnen will, sehe ich das einfach ab. Das ist doch aus Kapitel 1, die Stadt hier, oder? Ist doch Kapitel 1. Nö. Nee. Also in der Art. Ist anders. Die ist schon anders. Minimal. Hat jemand einen Schuss? Warum sind denn hier Frösche? Scannen kann man die Gegner nicht mehr, ne? Nö, das geht auch nicht. Komisch. Das haben die rausgenommen. Also Live-Chat, früher konnte man die Gegner, wenn sie auf dem Boden lang scannen, dann hatte man die anderen Verbündeten gesehen von ihm. Ein toller Feature. Das haben die wieder rausgenommen. Ich hab noch ein Mini für euch. Aber krass, dass sie das Spiel so, jede Season so ein eigenes Motto geben. Oder, ja, die Mechanics ändern. Schon irgendwie cool. Ich schieße mal die Schlacht gegen Würfeln. Hallo? Hallo. Yo, man hört dich. Nice. Jetzt geht das? Okay. Ja, jetzt hört man nicht. Boah, ich bin völlig aufgeschmissen. Ich hab keinen Plan, was ich machen soll hier. So. Kann ich dich heilen damit? Nee, ne? Na, das mit nie. Hier. Ah, doch, hier. Ich heile dich ja, jetzt. Ja, eben. Ich bin gerade angekommen. Ich bin gerade angekommen und wurde sofort attackiert beim ersten Runde. Ich war voll im Stress. Ja, so ist das, so ist das. Da bin ich in so, ja. Da bin ich in diesen grünen Wagen gestiegen und einfach weggedüst. Aber krass, du hast jetzt schon länger überlebt als ich in meiner ersten Runde. Ich war sofort tot. Hier, die Autos kann man alle benutzen, ne? Ja, ja. Das ist halt wie GTA. Mit dem bin ich vorhin gefahren. Ach so. Ich bin vorhin mit dem geflohen. Ach. Wie GTA also nur mit besser? Bestimmten Autos. Bestimmte Autos jetzt, kann man nicht fahren. GTA Worldplay. Oh, ich hab dich kann ich wieder einsteigen, während du fährst? Ja, geht sogar. Ja. Wo wollen wir hin, ist die Frage. Genau, wenn ich ducken drücke, ich beim nicht Rennen mal, was kann das Ziel ich sein soll. Das Ziel ist es, alle zu töten, außer uns selbst. Und du musst dich halt dazu gut ausrüsten, indem du alles einsammelst, was du so findest. Man
wollen wir? Ups. Hä? Wann wollt ihr? Wollen wir da mal hin? Okay. 300 Meter Richtung Südwesten. Okay, treibt das Das Fenster bezahlst du. Ja. Wie komme ich jetzt? Du kannst mit der Ziel. Achso, nee, keine Ahnung. Oh, ich bin Battle Pass Stufe 5. 6, ich hab das Battle Pass fast durch. Oh, das ist ein Ring. Genau. Da oben am Himmel ist ein Ring. Wollen wir da mal durchspringen? Ah, das ist eine Aufgabe. Das ist eine Aufgabe. Hui. Oh, ich hab gerade 5 Leute getötet, ne? In der Runde schon. Bin ich gut? Ey, die Bots haben sie rausgenommen, ne? Wie komme ich, Leute? Wie komme ich hier von diesem Baumenü weg? Gibt es. Keine Ahnung, Q drücken oder so. Auf der PS5. Ja, PS5 bin ich. Du musst gucken, ich komm mit Kreis. Drück einfach jede Taste einmal. Ey, aber ohne Scheiß jetzt. Gibt es noch Bots in dem Spiel? Hier ist übrigens ein blauer Stein, falls ihr den noch nicht habt. Ja, gibt es. Oh, also. Aber ich hab legit nur. Ich hab legit 5 Gegner getötet. Nippi. Und ihr? Oh. Wir haben insgesamt 8 Gegner getötet. Geil. Hier können wir übrigens Sachen upgraden. Ja, ich kämpfe ums nackt Überleben hier. Was muss ich brauche Gold. Materialien Gold, oder Gold? Gold muss man bezahlen. Ah. Hat genügt. 700. Ich bin pleite. Zu teuer. Ich gering verdiene. Ich muss einfach eine Wand ein. Einfach, wie ich kann. Ja, man hat hier aber durchaus Munitionsmangel, ne? Und wie bekommt man eigentlich diese Items wieder, wenn man so ein Zelt... du musst ein Zelt irgendwie hinstellen. Für dich einnehmen lassen. Was muss man... Meine nächste Runde. Nächste Runde, wenn ich einfach ein Zelt hinstelle, kann ich meine Sachen wieder mitnehmen, oder was? Ja. Wenn du dir die Items in den da reingetan hast, ja. Aber wo kriege ich den Zelt wieder her? Gold. Warte, kommt mal zu mir. Wo gibt's denn, wo kann ich denn das Zelt hinstellen? Also wie? Hat ihr das Item? Nee. Warte, ja, da bist du. Hier, schmeiß mal. Ah ja, ich weiß, wie das ist. Ja. Ach, das ist ein Item. Ja. Blizzard, herzlich willkommen. Es gibt Items und man setzt den einfach so herum schon. Das Zelt heilt Green Life, wenn du da reingehst. Ah, okay, das Zelt kann heilen, wenn man reingeht. Das ist auch gut. Oh, man kann die Waffen aufrüsten. Geil. Hey, hier ist ein Epikrabe. Scheiße. Epikrehe. Okay. Ah, egal. Nee, vorbei. Ist vorbei weg. Hätte die jetzt ein episches Item gedroppt oder was? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, es sah so aus, als ob man die schießen soll. Also da, ich weiß nicht, ob Mega Lost. Immer noch ist, aber letztes Mal war das so, dass. Beim nächsten Mal. Vögel zum Beispiel gab, die Gold geleuchtet haben. Das gibt's noch. Lila. Ja, ja, genau. Aber hier ja, war eine, die hat lila geleuchtet. Dann, wenn du die abgeschossen hast und somit auch getötet hast, haben die dann in den Farben, wo sie. Lass halt mal das Kopfgeld haben, machen. Was? Das Kopfgeld, sie ist direkt neben uns. Fortnite heißt Tiere. Genau. Mega gut, Leute. Ey, ich muss sagen, die Season macht wieder. Macht Spaß. Also Spider-Man, den hole ich mir. Oh. Spider-Man. So, ich irgendwas angesetzt hier, irgendein... Naja. Die Waffen sind blöd. Ich finde die Waffen tatsächlich gut. Habt ihr den schon gefunden, den Typen? Dann immer schön markieren. Der ist nicht in der Mitte vom Kreis, sondern irgendwo in dem Kreis, ne? Ja.
Und der Crash wird immer kleiner. Das mit dem mit dem Rutschen ist mega schwierig auf dem PC. Boah. Ich muss das umstellen mit dem Rennen. Wo mache ich denn das? Ich kann dir das nach der Runde erklären. Ich versuche es dir zu erklären. Das Ranger-Gewehr ist ekelhaft. Ja, das musst du ja nicht benutzen. Boah, wir können die Sachen wegwerfen. Ich finde das Visier ekelig. Ich habe hab keine Ahnung von der PlayStation-Steuerung. Leute, tut es im Chat eigentlich... ruckelt es bei euch, Live-Chat? In dieser Stadt hier. Müsst ihr da mal die Updates laden, nee. Minky? Oh ja. Allein das letzte Update sind 11 Gigabyte. Ja. Ruckelt der Stream bei euch? Nein? Ah, okay. Bei mir ruckelt es nämlich. Wenn ich auf den Stream gucke. Komisch. Muss man sagen, oh. Warte, was? Wer hat ihn jetzt getötet von euch? Den Kopfgeld habe ich getötet und den anderen Gegner hat, Nice. Acht Leute haben wir getötet. Fünf davon war ich. Angeber. Es gibt jetzt, das ist sozusagen wie so ein kleines Medikit, ne? Dieses Trinken. Genau. Ja. Ah. Also früher gab es Verbände, jetzt gibt es einfach Trinken. Verbände gibt's ja noch. Ach, die gibt's trotzdem noch. Was ist denn hier? Hey. Danke. Und? Ich ohne kommt. Mega. Bakachu, wunderschönen guten Abend. Kurz flexen. Das Getränk heilt Green Life voll. Das ist nice. Das ist ja wie Verband, nur viel mehr wert. Also Verband braucht man halt einfach nicht, ne? Verband kannst du halt wegschmeißen. Nimm lieber das immer mit. Ich würde sogar sagen, das ist besser. Das ist besser als Medikit. Und das Sturmgewehr, ich habe keine Ahnung. Du kannst nur zwei mitnehmen. Guck mal oben. Ich bin über dir. Mehr brauche ich nicht. Hier ist ein Biggie. Und hier ist ein Mini. Nivi, du hast noch kein blaues Schild. Nimm mal zuerst das kleine, dann das große. Moment, ich muss mal. Also du gehst hier hin, nimmst das kleine, trinkst es. Ja. Das ist blau hier, das Rose? Nee, das kleine hier erst, bei mir. Nein, das kleine erst, das kleine erst! Oh, sorry. Du Noob. Weil andersrum kannst du sie nicht trinken. Du musst erst das kleine nehmen, dann das große. Na gar nicht. Jetzt bist du im Arsch. Aber siehst du, hä? Es hat ja doch geklappt. Hä? Bitte. Ist das neu? Nö, das war ich. Nee. Ich hab mit dir schon geholfen. So. Aber jetzt siehst du, du hast jetzt Schild. Das ist sozusagen so zusätzliches Leben, Nivi. Das geht zuerst runter. Also du hältst jetzt mehr aus. Orientierungspunkt ist das quasi, wo die Zone ist, ne? Sag mal, muss man die täglichen Missionen machen, um Battle Pass 100 zu schaffen, oder kann man das auch so schaffen? Nö. Das schafft man auch so. Wenn man mal überlegt, wie das Game damals vor ein paar Jahren aussah, schon krass. Es ist richtig krass, Blizzard. Die täglichen sind kein Schwang. Also, man kriegt das Spiel auch auf Level 100, wenn du keine einzige tägliche machst. Normalerweise ist das sehr häufig, dass die wöchentlichen Aufgaben normalerweise immer reichen sollten. Okay. Dann spiele ich nur einmal die Woche, das reicht. Let's go, Gegner!
Ja, meinen ersten Kill. Hey. Achtung, da oben ist auch einer. Hinten oben auf dem Berg. Schild ist weg, oh, bei ihm. Gott. Oh, ist ein ganzes Squad. Einer ist down. Zwei sind down, ich habe aber keine Items, keine Muni mehr, Alter. Einfach Gold geklaut. Leute, ne? 3 Jahre nicht gespielt. Gottes Aim. Ist immer noch da. Gottes Aim einfach. Einfach Gottes Aim. Ich kann nichts, aber Aim kann ich. Ich kann nicht bauen. Ich habe keine Ahnung vom Spiel, aber Aim kann ich. Bin halt jahrelanger Counter-Strike 1.0 Spieler. Was ist das denn für eine Waffe? Du läufst mir gerade weg. Komm her. Brauchst du noch Materialien? Was ist das? Ist die besser? Nö. Ja, Sniper-Muni wäre gut. Ja, hier. Ich sniper sie alle tot. Boah, jetzt habe ich genug Munition. Okay, reicht. 22 Schuss reicht für 22 Kills. Sind aber nur noch. Ist ja nur noch ein Gegner. Haben wir gewonnen, oder? Bei mir. Stimmt, bei mir ist der letzte. Wo? Markier mal. Den Stick reinpressen. Darf ich den letzten killen? Drück den Stick rein. Darf ich den letzten killen? Ich glaube, wir machen jetzt einfach so epic. Ja, genau. Noch zwei. Wow! Fehler. Oder kein Epic-Sieg. Oder kein Epic-Sieg. Wo ist der? Oben, oben. Baut nicht runter, hört auf, nicht runterbauen, ich kämpfe. Mann! Mann, ja. Spiel durchgespielt, Leute. Spiel durchgespielt, jetzt müssen wir ein halbes Jahr warten, oder? Siegeskrone erhalten. Wir kriegen jetzt alles, oder? Wir müssen mal in die Lobby zurück und gucken, was da abgeht. Ja, können wir machen. Also zur Lobby zurück? Bis März warten. Spiel durchgespielt, Leute. So einfach geht das. Einfach durchgespielt. Ja, jetzt haben wir so einen Gleiter bekommen. Das ist der Profi-Gleiter. Man kriegt auch irgendwann einen Emote. Warte, was? Okay. 4-mal schon durchgespielt. Ja, reicht jetzt auch wieder, ne? Reicht jetzt auch wieder. Oh. Aber wo kann ich denn das jetzt mit dem Laufen einstellen? Warum habe ich jetzt einen neuen Charakter? Weil wir haben gerade gewonnen, also besser geht nicht mehr. Du hast jetzt quasi das Beste geschafft, was du schaffen kannst. Nee. Warte mal, wo stelle ich denn das jetzt ein mit automatisch Rennen? Drücke, ob Sprint ein oder... Hey, ich hier. Den Mode gar nicht. Drücke, ob Sprint ein oder ausgeschaltet werden kann. Wenn du mit gedrückter Taste sprintest. Wenn du... Wenn an mit Sprinten jeweils durch einen Tastendruck ein- und ausgeschaltet. Du gehst Einstellungen, dann müsste bei Bewegung standardmäßig sprinten. Das musst du eigentlich auch machen einfach. Dann tust du, wenn du normal läufst, tust du schon sprinten. Ich hab's jetzt so gemacht, dass Sprinten anbleibt, wenn man einmal anfängt zu sprinten. Das ist doch auch gut. Wir gehen rein. Standardmäßig sprinten ist doch kacke, oder? Nee, wie, du musst Blizzard. Oder soll ich standardmäßig sprinten? Ich bin noch bereit. Hey, ich habe ja mehr als eine tägliche. Schließe 3 tägliche Aufgaben ab. Öffne Munitionskisten bei Sleepy irgendwas. Nein, viel besser. Alles klar, Blizzard. Werden wir umändern. Ja, ich weiß doch nicht, was ich halten soll von Fortnite. Ob das Spaß macht oder nicht. Ja, ich sag mal so, wenn du mit Profis spielst wie mit uns, dann macht's Spaß. Ist einfach so. Oh, guck mal, ich hab eine Krone. Ihr auch. Und alle anderen sehen das jetzt, oder? Dass wir Profis sind.
Ja, aber das verlierst du eh. Hallo? Ich bin der Sieger der letzten Runde. Ohne verlierst du, wenn du verlierst. Wir haben Squid Game gewonnen. Okay, du spielst Fortnite, ja. Und weißt du was? Wenn man auf zweiten Platz gelandet ist. Wir haben die Krone bekommen. Wer macht die Markierung von euch? Warte, mal Sleepy, wo noch mal Sleepy. Ich hab keine Ahnung, Mann. Ey, hast du gesehen? Wir haben die Krone, Lukas. Das kriegen nur die Leute, die Squid Game gewinnen. Und wir haben es geschafft. Ist einfach so. Stell dir vor, es sei PAH ohne... Was? In besser... du sollst dir vorstellen, es ist wie PAH, nur in besserer Grafik. Was ist PAH? Keine Ahnung. Ach, PAH! Ach so. PAH. Ja, warte, das ist so komisch ausgesprochen. PAH. Der vielleicht hinkt ein bisschen, glaube ich. Also, PAH hat mich sofort gefesselt. Vorne noch nicht. Ja, du hast halt das Spiel jetzt schon durchgespielt, ne? Das ist halt zu leicht. Das verstehe ich. Es gibt Leute, die spielen hier jahrelang, so wie Blizzard, schwitzen rein und verlieren immer. Wir spielen zweite Runde, fertig, Ende. Blizzard. Da bist du jetzt auch wieder buff, ne? Kennst du den blonden Trottel im Anzug, Agent Jones? Es gibt noch mehr. Was ist denn jetzt los? Und die haben schon ihre eigene Trottelgemeinschaft. Ich bekomme immer eine Gruppenanladung von dem komischen, Ulf-Knuddel oder so. Ganz Wer redet denn da jetzt hier mit mir im Spiel? Der Wissenschaftler. Der Wissenschaftler? Habe ich irgendwas getriggert? Eine Mission? Ja. Oh, dann war's los. Hä? Ist schon wer? Ich bin Wissenskiller. Oh, danke. Ich bin fast gestorben hier. Hier kannst du dich heilen, ach, brauchst du ja gar nicht. Ja, aber nee, ich brauche nur ein Schild. Aber ich komm her, hier. Hier. Den dicken also immer. Erst den ist dicken, klein, hast gesagt, ne? Genau, den kleinen bis zur Hälfte. Und danach kannst du, die kleinen kannst du nämlich nicht höher. Und den dicken kannst du immer. Ah, okay, jetzt schreck ich, okay. Jetzt kapiere ich. Zumindest war das früher mal so, ja, keine Ahnung. Jetzt immer noch so ist. So. Oh, ich habe eine Schrotflinte, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Weil das Turmgewehr. Keine Ahnung, ob die gut ist. Aber die Taktik habe ich auch, die ist gut. Hä, hey, was ist da rumlaufen wir? Ist das hier ein Bunker? Ah, das ist die neue. Ich glaube, das ist die neue. Oh. Eine Angel kann ich holen. Es gibt nur Erfahrungspunkte, wenn man Kisten öffnet, ne? Nicht, wenn man die zerstört. Danke. Danke. Hab schon. Jetzt hab ich meine Aufgabe auch fertig. Welche Waffe ist eigentlich besser? Schaden 31. 22, die ist besser. Wir müssten uns mal in die Zone begeben. Ihr seid obviously besser als ich. Ja, ja. Nee. Du kannst halt besser bauen, Blizzard, das stimmt. Nee. Du kannst halt besser bauen, damit kann man halt... Deswegen ist das Spiel auch so gut. Seht ihr das an? Ah, warte mal, wir müssen drei Vorräte platzieren hier. Und lauter Messer daneben. Kann mir jemand sagen, wo die sind? Wo muss ich die hin platzieren? Hallo? Ja, sofort. Du kannst halt, wenn du keinen Skill hast, einfach bauen lernen und dann kannst du halt dieses Nicht-Aim ausgleichen. Kannst du ausgleichen, Blizzard. Deswegen spielen ja auch so viele Noobs Fortnite. Was? Was? Ich habe nicht zugehört. Wohin? Ich bin maximal eingerostet. Ja. Du konntest halt früher immer nur gut bauen. Bei Aim kann man... Aim rostet nicht ein, Blizzard. Aim rostet nicht ein. Wo muss ich hinmachen?
Ah, hier. Hier ist einer. Okay, wo noch? Oh, so was haben wir gesucht. Eine Wo? Da wo ist Martin Kaffer? Ah, da. Hier. Da muss ich. Da muss ich hin. Hier ist noch ein Biggie, falls jemand braucht. Und hier. Wären sie wütend, weil sie in einer endlosen Schleife kämpfen. Gemacht. Müssen. Level up. Verständlich. Ich hab's. Lass uns ihre Loyalität. Kaneko, einer ist vor dir. Lurk, alles klar. Danke dir. So, sag mir Bescheid, wenn die Performance scheiße ist im Spiel, dann wechsle ich mal zu PlayStation 5 mit Raytracing. Machen wir vielleicht auch mal mit Raytracing, oder? Habt ihr Bock? Jill Valentine ist so sexy. Ja, natürlich. Schau sie dir an. Wir spielen gerade alles auf Maximum, aber haben kein Raytracing. Auf der PS5 könnten wir mal Raytracing anmachen. Falls es das schon gibt. Aber ich glaube, das gibt es schon seit Mai, ne? In der Richtung sind Gegner. Wo seid ihr? Ich habe nicht hingeguckt. Ah, okay. Ich komme zu euch, oder? Nee, warte mal. Wir müssen in die... Okay, ich laufe zu euch. Oh. Nivi, komm mit zu Fuego und zu Pokémon. Hinter dir kommt nämlich Nebel des Todes. Geh, ja? Hab mir die Switch Urlaub bestellt. Oh, wie cool, Taneko. Freue ich mich für dich. Ich hab ein Jumppad. Na gut, ich auch, aber ich laufe lieber. Die Handheld-Modus auf der OLED ist richtig gut. Oh, Sprinte. Aber also das Spiel läuft auf der PlayStation aber also extrem gut. Also grafisch, also flüssig. Kannst du auf der PlayStation den Raytracing-Modus anmachen? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Also, stimmt, unter Option. Was auf alle Fälle geht, ist 120 FPS-Modus, habe ich gerade an. Okay, hast du mehr als ich. Ich laufe hier gerade 90 FPS durch die Gegend. Ich habe 120. Okay, ich lade mir gleich das Spiel für PlayStation runter, Leute. Oder soll ich für Xbox laden? Das kann ich nicht beurteilen. Live-Chat. Vielleicht mal mit der Xbox, damit die mal wieder benutzt oder genutzt wird. PlayStation oder Xbox? Ich weiß ja nicht, bei welchem Controller du besser aimen kannst. Wieso renne ich nicht? Ich habe doch Rennen automatisch. Series X hat mehr Power. Vor allen Dingen hat die mehr Speicher. Die hat mehr Speicher. Was ist das? Das ist Nebel des Todes. Du musst rein. Oben. Du musst immer oben auf die Sekunden achten und wann der Nebel kommt. Und dann musst du in die Zone rein. Ist doch wie in Call of Duty und so. Kennst du es nicht? Ich hab Zelda nie gespielt. Komm her zu mir. Komm her zu mir. Ich halte dich. Ja, genau. Ich habe jetzt nur noch vier Sache. Ah, hier. Seid ihr. Aber ich merke schon, also so richtig schießen und ballern ist hier eher weniger, ne? Doch, du kannst viel ballern. Man muss hier viel drumherum machen. Also wenn du ballern willst und bauen willst und so, dann musst du halt echt Skill haben. Oder du bist halt so mehr so der Aimer wie ich und Taktiker, dann gewinnst du halt auch. Obwohl du nicht bauen kannst. Ich kann kein bisschen bauen. Und siehst ja, ich habe gewonnen. Ja, also ich habe es mir auch nie probiert. Was du auch machen kannst, ist einfach mit Profis zusammenspielen, dann gewinnst du auch. Also mit mir. Genau. Das war ein Witz. Na gut, aber frag ist, ob er einen Spaß dabei hat. Ja. Kann ich den zerstören hier? Oh, ich auch. Oder mit dir, Taneko. Wir sollten eigentlich schon direkt... Ja, lass uns direkt in die nächste Zone. Die kommt nämlich in 50 Sekunden. Und wenn du die Map aufmachst, das machst du, glaube ich, mit dem rechten Stick reindrücken. Dann siehst du, dass die Zone auf der anderen Seite der Welt ist. Nebel. Ja, nee, aber die Karte kann dieses ich so automatisch mit dem Touchpad des Controllers. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt weiß ich, warum ich nicht mehr renne, Lukas. Ich hab's doch umgestellt, das Rennen, das Laufen so Rennen ist und Rennen Laufen. Das Aiming aber auch gut ist hier mit dem Controller. Und eben als ich laufe. Dafür, dass keine Bewegungssteuerung ist. Ja, also die Switch-Steuerung hat Bewegungssteuerung plus Aimbot. Ich glaube, das hat nur die Switch-Steuerung. Oh, ne? Noch, wow. Der Erfinder ist dein Onkel. Das weiß ich gar nicht.
gerade nicht einfach jede Konsole? Ich glaube nur die Switch hat Aimbot. Bin mir aber nicht sicher. Jede Konsole hat Aimbot. Okay, let's go. Konsole spielen. Wenn ihr jetzt schon mein Gottes Aim kennt, plus Aimbot ist einfach Gottes Aim plus. Wurde es nicht schlechter gemacht wegen den PC-Spielern, die als herumgeheult haben? Ja, die heulen immer rum, weil sie kein Aim haben. Wenn die verlieren. Alle, die rumheulen, haben einfach keine Aim. Controller-Spieler. Ja, aber die Mauspieler haben ja schon an sich einen Vorteil, weil der Maus ist einfach viel genauer. Leistung. Ja. Och man, wir haben ja schon wieder die Krone nächste Runde, weil wir so gut sind. Wieso nicht die Krone haben? Ja, das ist so einfach, das Spiel. Ist ja wie Pokémon. Ein bisschen A drücken, ein bisschen Aim, ein bisschen Schießen. Gewonnen. Pokémon. Apropos Pokémon, hast du eigentlich mal weitergespielt? Nee, noch nicht. Hast du die erste Arena geschafft? Ah, ich hab ja Grandia gespielt gestern und vorgestern jeweils 5 Stunden. Das ist echt ein schönes Spiel. Und das ist 20 Jahre alt, das ist heftig, ne? Ein Sniper. Oh, ein Gegner. Achso, ich hab was gerade gemerkt, dass auch die Trigger genutzt werden. Vom DualSense. Ja, Zone. Wie ist denn Diamant und Perle? Ganz cool, wenn du die alten Diamant und Perle kennst. Aber es ist halt, ja. Noch leichter als damals. Es ist halt im Wesentlichen nur die ganze Zeit A drücken. Und die Story ist halt auch so, ne? Pokémon hatte noch nie eine Story. Also gameplay-technisch war Pokémon schon immer scheiße. So ist das. Es hat halt nichts zu bieten. Also warum hat man aber trotzdem lieben das alle, weil das halt so ein Sammelding ist. Ist, ne? Oh. Ist halt wie mit Sammelkarten. Man kauft sich halt jedes Jahr diese Sammelkarten, weil man sammelt. So ist es bei mit Pokémon auch. Man sammelt halt einfach nur. Man sammelt einfach nur. Kann man nicht einfach Fortnite spielen, ohne zu bauen? Ja, so mache ich das. So mache ich das. Ja, dann gibt's noch Kinder, die kein Aim haben, die bauen halt. Spiel mal die Story weiter, auf jeden Fall. Das stimmt. Achso, der Wandbau, okay, das heißt, ich kann beim Laufen ganz Pokémon easy einfach spielen. Pokémon ist an sich kein schlechtes Spiel, Leute. Ah, okay, natürlich, Wandfalle ausrüsten. Aber Pokémon hat viel mehr Potenzial. Kann man mit Diamant wohin genau fangen? Oh, das war. Ach so, und da kann man die verstecken dahinter. Aber das ist gut zu wissen. Achtung, Wölfe. Vogel. Ja, aber Hilfe. Geht der nicht hoch? Hilfe. Vogel. Alter. Ich kann nur doch einfach erschießen, wenn die mich angreifen oder nicht. Oh, warte, hier ist ein Gegner irgendwo. Ja, aber kann ich holen, ruhig runter, hey. Übrigens, ihr müsst unbedingt Soundvisualisierung anmachen. Verstanden. Du kannst nicht bauen und hast 3 Wins geholt. Dann geh schnell in die Einstellungen. Wakatschu, spielst du jetzt eigentlich auf der PlayStation 5 oder auf der Xbox? Aber. Du hast jetzt auch beide Konsolen, ne? Spielst jetzt die Einstellung? Einstellungen? Mach es am besten gleich im Menü dann, wenn wir fertig sind. Bei Ton findest du nach dem Epic-Sieg. Nee, hab schon gewonnen. Dann kriegst du immer so Kreise, wo wie jemand ist und dann siehst du es, statt nur zu hören. Das ist mega wichtig, einfach. Interessant. Hier könnt ihr euch heilen, falls ihr verwundet werdet. Ich check mal eben, ob hier hinten alles sauber ist. Alles sauber, Leute. Alles sauber. Wollen wir zur Lootkiste gehen? Wollen wir das?
Ja, da ist doch immer gutes Zeug drin, oder? Ja. Da ist doch immer gutes Stuff drin. Hat man Schuh? Ja. Danke. Lukas, wir werden auch noch Pokémon weiterspielen. Ich hatte nur jetzt noch nicht so viel Zeit. Aber Brownie, welchen Controller findest du denn besser? DualSense oder Xbox? Eine Mischung tatsächlich. Also bei Xbox finde ich das Akkusystem besser. Du kannst halt, du kannst Akku rausnehmen und so. Und dass der Joystick so ist wie bei der Switch, das finde ich auch besser. Ja, also aber allgemein wirkt der PlayStation Controller hochwertiger. Wo du vorhin am überlegen warst, ob du jetzt PlayStation oder Xbox, dich wieder entscheiden, mit welchem Controller du besser spielen kannst dann. Ja, beide haben Vor- und Nachteile, finde ich. Also, ja. Da sind übrigens zwei Gegner. Oh, das sind die letzten beiden, dann haben wir gewonnen. Nee, scheiße. Oh, die Kassetten, die kommen ja. Es gibt noch drei Gegner, es gibt noch drei Gegner. Und sind noch zwei gegnerische Teams. Hä? Das ist ja geil, man kann rutschen auf einer selben. Ja, Achtung, 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 ja. Ihr rutscht gerade in den Gegner rein. Oh. Unten ist einer. Irgendwo da. Wie mache ich das? Achso, da. Da ist einer. Er hat sich hochkatapultiert. Er müsste jetzt von oben runterfliegen. Und meinem Gegner hat einen nicht wieder belebt. Hier unten! Gefunden! Hier unten! Der war gut gespielt. Zwei Gegner noch. Mir noch zwei. Puh, war schon komplett irgendwie. Da! Da! Oh mein Kill hier. Scheiße, ich bin tot, Mann. Der andere ist hier unten, Achtung. Einer ist hier oben. Da kann man auch leben. Der da oben. Hey. Oh, wir haben ein Emote bekommen. Ja, jetzt haben wir nochmal eine Krone. Brownie, wo bist du? Wir haben jetzt die Doppelkrone. Hey. Ah, jetzt habe ich die Krone. Erziele einen Epic-Sieg, erziele zwei Epic-Siege hintereinander, haben wir geschafft. Gehen wir da raus direkt oder breit machen? Erziele einen königlichen Epic-Sieg, Emote, königliche. Nee, doch nicht. Ich, okay. Keine Ahnung, Mann. Du bist meistens overlevelt. Ja, das ist halt ein bisschen schade, Lukas, aber es gibt auch keinen Nutzlock-Modus. Das ist cool. Sterne. So. Weiterspielen? Ja, ne? Ich würde sagen, ich logge jetzt gar nicht mal um. Ich spiele einfach weiter. Läuft doch gut. Ich würde aber nächste Runde rausgehen. Hey, was? Warum? Was soll das? Ja, ich muss noch mit meiner Freundin telefonieren. Muss ich auch noch. Also, diese ganzen Missionen, warum die kann ich. Warum habe ich in jeder Runde einen Charakter? Hallo? Die ganzen Missionen hier kann ich einfach abkacken, ja? Kann ich drauf scheißen. Wo kann ich meinen Charakter wechseln? Check ich mir nicht. Nirgends. Ja, bei den No-Skins wird das immer herumgewechselt. Bei den die Charakter tust du auch Spind wechseln. Nee, aber ich kann nur die ganzen Klamotten und die Sachen, aber den Charakter an sich kann ich nicht wechseln. Ja, den musst du kaufen im Itemshop für echtes Geld. Ach so, das heißt, man hat quasi richtig. Von Anfang an keine Wahl. Richtig. Du musst alles kaufen. Das ist doof. Jeder Charakter kostet 20 Euro und wir haben alle über 100 Charaktere. Was? Ja. Nee, Fortnite, fickt euch. Sorry, Witz. Was? Gibt
auch Charakter, die kosten nur 8. Ja, oder du nimmst halt, du kaufst dir einen Battle Pass für 10 Euro. Wenn du den hochlevelst auf Maximum, kriegst du die 10 Euro wieder. Ne, du kriegst sogar 15 Euro wieder und du kriegst irgendwie 5 Skins oder so. Also effektiv kriegst du Geld zurück. Trotzdem Müll. Also du kriegst mehr Geld, als du investierst. Und einfach nur Skins. Also ja, der Battle Pass jetzt kostet 10 Euro, du kriegst aber zum Beispiel Spider-Man. Und wenn du es durchspielst, hast du 15 Euro wiederbekommen. Das mache ich jetzt. Ich hasse es, wenn du sagst, das mache ich jetzt. Dann macht er es nicht. Nicht alleine, sagen wir es mal so. Auf Augen. Tony, wir gewinnen jede Runde. Ich bin raus. Ich bin rausgesprungen. Ich weiß nicht, was mit euch ist. Ich bin schon unten. Ich auch. Hab schon eine Scar. Geht mal. Irgendeine Mission hatte ich hier. Ich hab's vergessen, was ich machen muss. Super. Irgendeine Mission hatte ich. Manchmal. Aber schade, dass man dass die Leute unsere Krone nicht die ganze Zeit sehen. 5, 6. Okay, wir sind am Arsch. So viele Gegner hier. Ich hab gerade sieben Gegner geschielt. Geht da hinten und hol mir jetzt meine Waffe, bevor ich da hinlaufe. Wow, eine Sniper. Ich hab eine Sniper als Anfangswaffe. Spitze. Ich aber genauso. Hilfe, wer attackiert? Ah, man muss Holz abbauen. Das mach ich gerade. Boah, ich ja, du machst gerade die Mission. Linie. Hier, wir machen gerade die Mission für Onyx, steht hier. Pokémon Onyx, wir machen gerade deine Mission. Onyx? Bei mir steht das auch bei Brownie und für die anderen. Irgendeiner schießt hier. Sieht aus, als wird. Ja, ich glaube, das war der mich vorhin verfolgt hat. Aber es ist dann einfach so beschissen, deswegen hat er mich nicht getroffen. Was willst du von mir? Geh weg, du Wichser! Tot, so. Hast du davon? Wenn du bedenkst, das sind alles Spieler, die halt irgendwie nie Pause gemacht haben und die ganze Zeit Fortnite spielen seit Jahren, dann kommen wir, machen einmal Fortnite an und rasieren alles. Eben, ich hab grad mal eben den Typ, der mich die ganze Zeit verfolgt, eben so gekillt. So sieht das aus, oder? Da wird schon vier Kills. Live-Chat. Ich hab einen, Mann. Ich hab noch einen. Und du, Bonnie? Hat auch einen, glaube ich. Auch einen. Ich hab auch einen. Und hier ist ein blauer Stein, Leute, falls ihr noch den braucht. Das brauch ich ihn. Danke. Oh, woher soll ich wissen, welcher Stein mir jetzt noch fehlt, ne? Voll scheiße. Also, warum? Ich weiß, wer das auch auf der Map gescheit. Okay. Wo die sind. Wo ist hier. Wo ist hier Dings? Schild, Trank und so. Diese blaue alles ausgetrunken. Auf der Map sehen. Bei den Aufgaben. Nee, okay. Bei den Aufgaben. Bei der. Wie ist es jetzt? Muss ich jede Woche 10 Level machen oder wie viel Zeit habe ich für den Battle Pass? Also noch ich mal auf reicht jede Woche 10 Level und vor allen Dingen reicht Level 100 oder muss man Level 300 sein? Level 100 ist, wenn du den Battle Pass fertig haben willst, dann auch gut, wenn du ein paar Level hast. Du machst, weil ich gebe ja ab und zu nochmal Zuschuss. Alter, du hast mir gerade die Waffe geklaut, ne? Das war. Nee, komm, kann behalten. Die. Okay, danke.
Dieb. Hat noch wer Rüstungstrand übrig? Wenn ja, bitte melden. Wo bist du? Hier? Da bist du. Und da bist du. Ich werde dich jagen. Wir sollten in die andere Richtung gehen, wegen dem Nebel. Komm mal her, Pauli, komm mal her. Okay. Wo sollen wir gehen? In die Schone. Schau in die Map, da wo der Strich ist, du musst immer den Strich entlang. Zu dem Kreis. Ah, okay. Wow. Was denn? Bin ich umgefahren hier. Nee, bleib stehen, ich komm. So. Stimmt, Lukas! Ja, du bist auch der Dieb. Sehr schönes die. Team. Ja, ich bin auch der Dieb. Ich wollte ihn ja Brownie wieder zurückgeben, aber ja. Ja, der Brownie denkt, komm rein, hier, die töten wir jetzt. Bekannt. Die töten wir, let's go. Der arme Saske. Da noch ein Gegner worden. Oh, ist gut. Oh, ist noch ein Rüstungstrank. Ich bin mit. Wo? Scheiße, ja. So. Ich habe jetzt so einen blöden Spruch auf die Zunge und darf ich nicht sagen. Warum darfst du den nicht sagen? Hau raus jetzt, bin ich neugierig. Eve, du willst mich bestimmt jetzt voll mega krass dissen. Aber ich hab's verdient. Diss mich. Ist mich. Was? Wir sollen Pilze und Äpfel essen? Wo, was? Ich habe jetzt zwei. Aber krass, ich kann die Mission für euch machen und umgekehrt. Das ist ja cool. Ja, das sind diese Gruppenmissionen. Ah, der Typ ist abgehauen. Sind alles Gruppenmissionen? Nee, ne? Nee, wo ist der? Brownie, du müsstest auch mal zu uns kommen. Ja, ich habe den einen getötet. Ich komme zu euch jetzt. Kein Problem. Schwein, wo ist ein Schwein? Schweine. Putzig. Weil das eine Steilvorlage war? Was war eine Steilvorlage? Erzähl. Oha, voll geil! Wie man jetzt Bäume fällt! Habt ihr das gesehen? Ja, das war auf dem Trailer zu sehen. Aber das ist nicht bei jedem Baum so. Ja, das ist nur bei diesen Bäumen. Ja, nur bei den einen Baum. Ja. Hilfe! Was willst du? Ich hab Gegner, ich hab Gegner! Ja, ich komm. Okay, tot. Hey. Einfach der Allerbeste. Sind Wölfe. Hier ist eine Schrotflinte, eine lila, ne? Wenn sie keiner nimmt, dann möchte ich sie. Okay. Oder hat sie schon einer? Also nein, keiner. Ja, wenn ich ein Schild habe, ich habe in meinem Schild nur eine bestimmte Waffe, die will ich haben. Das mit auf den Strich gehen? Wer geht was auf den Strich? Tiermörder. Ach so, mit dem Strich gehen, ja, ich erinnere mich. Wegen der Zone.
Wegen der Zone. So, wir müssten jetzt mal in die andere Zone. Achtung, und dann hat hier gerade gesniped. Da oben ist einer. Wo? Guck mal. Ich habe nur den Ton gehört. Hier oben sehe ich mindestens nichts. Da. Ha, meiner. Crowny, du bist einfach der allerbeste, ey. Killspieler. Hey. Ich hab ja schon 5 Kills, was ist denn hier los? Ich hab auch 5 Kills. Aua. Dann kannst du ja ausrechnen, was die anderen haben. Nix. Nix. Angeber. Ja, eins habe ich halt, ja, Aim, ne? Das Aim rostet halt nie ein. Ja, Angeber. Aber bauen kann ich absolut nicht, habe ich keine Ahnung. Angeber. Habt ihr gesehen, wie ich so schnell hier runtergekommen bin? Nö. Ha! Auch okay, meiner! Danke, dass du mir aus 200 Meter Entfernung mit Bomben-Aim! Ja, weil er auch schon auf... Auch jetzt habe ich ihn wieder! ...geschossen wurde von mir. Ja. So ein Schuss, ein Treffer aus 200 Metern. So geht das Angeber. Und nicht anders. Angeber. Keiner mag Angeber. Ist da? Genau. Ja, brauche ich nicht. Ich brauche eine lilane. Ich brauche eine lilane Sniper. Ich kann dir eine grüne geben. Oh Scheiße, ich sterbe am Nebel. Gegner. Ich sterbe am Nebel. Dein Ernst, Frau Uni? Ja, ich sterbe am Nebel. Ich sterbe jetzt, Leute. Leute, Nebel. Scheiß auf den da Typen. Hey, Money. Mega, wir haben's. Wir sind safe. Okay, ich bin doch nicht safe. Oh, da oben sind Gegner bei mir. Ich komm zu euch. Hier runter, du kannst das Fahrzeug mit Gas geben. Was oh. Kann ich? Funktionieren. Tempo. Schneller. Wie denn? Ich kann auf Gas. Ah, what? Ich hab Boost, lol. Genau vor uns sind irgendwie Schüsse. Ja. Okay, da unten im Wasserteig. Hab ihn. Jagen. Ein Schild. Hey. Und meine Waffe. Mein Kill. Mein Kill.
Markiert mal, ich sehe ihn nicht. Immer markieren. Immer markieren, Leute. Okay, lass in die Zone gehen. Oh, Nivi. Achtung, da oben sind irgendwo Gegner. Ne, die sind hier vorne in der Stadt, ne? Ja. Ne? Oh, das ist doch die eine Stadt, ja. Mann, aus Season 1, Kapitel 1. Nee, mit denselben Sachen aufgebaut, aber ist was anderes. Die sind hier vorne in der Stadt, Achtung. Ja, sind zwei. Wie dumm ist die Waffe? Leben gerettet, Brownie schon. Heilst du? Heilst du? Ja, ich heile. Heil doch mit, oh. Wenn wir beide heilen, sind wir schneller. Mann, ich wollte die Sniper nehmen. Die hast du geklaut. Liebe. Schnell, 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 tötet ihn. Bei Pokémon Onyx. Nein. Ja. Holt seine Karte, holt seine Karte, let's go. Den musst du absnipern mit dem goldenen Gewehr. Er ist so low. Nivi, das kannst du schaffen. Er ist wirklich nicht. Wo ist er denn? Ich hab doch gleich das Kamera von nix. Der ist schon bei mir. Es sind jetzt zwei, ihr müsst aufpassen. Tony, komm her und heil mich. Heil mich, heil mich, heil mich. Schade. Heil mich. Zone. Falschi. Also ich gefühlt, dass du vielleicht gut. Was soll ich machen, Mann? Du hast die ganzen goldenen Items und verreckst. Und was soll ich machen mit meinen grünen Items? Ist so. Du, ich hatte nur grüne Items, ne? Ja. So ein Ding ist das. Killstealer. Aber trotzdem viele Kills gehabt, glaube ich. Seid ihr jetzt alle tot, oder wie? Ja, wir haben verloren. Ja. Wir sind Dritter geworden. Ritter von wie viel? 150? Schluck trinken. Ja. Naja, ich mach jetzt auch aus. Was? Nein. Doch. Warum willst du gehen? Was? Weil meine Freundin ist sonst sauer. Ja, dann machen wir alle aus. Ich hab jetzt ein komplett anderes Menü bei diesen Gruppendings. Ja, weil wir immer gewonnen haben. Warten auf den Gruppenführer. Du bist jetzt im Profimenü. Ich auch. Für Profis. Ist neu. Okay, dann was für ein Menü? Wovon redet ihr? Von der Freundschaftsliste. Ich hab kein Ich mach jetzt Menü. Aus. Viel Spaß euch noch. Ciao. Tschüss. Ja, dann machen wir alle aus, oder? Also. Ja. Okay. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt Fortnite aktiv spielen werde oder so. Ich wollte eine Chance gegeben haben. Also ich will Spider-Man mir freischalten. Dafür muss ich jetzt wahrscheinlich 3 Monate lang spielen. Ich geht doch. Ja, mal gucken. Aber wir sind Profis, von daher. Alles klar, dann verabschiede ich mich und ich spiele jetzt was anderes. Pünktlich zum Feierabend. Herzlich willkommen, Fetzer. Okay. Jo, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
Dann spielen wir jetzt noch ein bisschen Grandia, oder? Haben wir Bock? Habt ihr Bock? Dritter ist doch nicht schlecht. Wir waren eben Dritter, davor haben wir drei Epic-Siege gemacht. Wieso sehe ich denn jetzt nichts? Davor haben wir drei Epic-Siege gemacht. Ah.